Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der LANCE.TV. Ein bisschen professorisch das Studio im Hintergrund. Das wird sich sicher im Laufe der nächsten Wochen noch ein bisschen ändern. Aber wie ihr mitbekommen habt, ich bin ja umgezogen. Deswegen ja, hoffe ich, dass ich das Studio hier so gemütlich wie möglich für euch einrichten konnte. Und ja, wir starten eben ins erste Pflichtspiel der neuen Saison 2018-2019. Es geht nämlich los im Cup für unseren SK Sturm. Da trifft man nämlich auf Siegendorf aus der Burgenlandliga. Also Siegendorf sollte wohl wirklich nicht der ganz große Stolperstein auf dem Weg zur Titelverteidigung im ÖFB Cup werden. Da darf so oder so nichts passieren. Spannender ist aber natürlich die Frage, mit was für einer Personalsituation unsere Blackies da wirklich in die Partie gehen, beziehungsweise ja, was wird denn die erste Aufstellung sein? Was wird für ein System gespielt? Was hat sich Heiko Vogel da in seinem ja brillanten Trainerhirn hoffentlich da ausgedacht? Und naja, ich persönlich bin da sehr gespannt drauf. Es ist ja vielleicht doch mal ganz kurz zusammengefasst, sehr viel passiert in diesem Sommer. Man hat auf jeder Position Veränderungen vorgenommen beim SK Sturm oder vornehmen müssen. Im Tor ist Siebenhandel, unser ÖFB-Goalie, geblieben. Schützenhauer ist quasi zu Nummer 2 jetzt wirklich fix befördert worden. Also ist jetzt unser Ersatztorhüter. Könnte auch gut sein, dass er vielleicht sogar zum Einsatz kommt gegen Siegendorf im Cup. Wäre sicher nicht unbedingt eine große Sensation. Und Julian ist jetzt neuer Dreierkeeper, weil man Ehmann ein Jahr nach Kapfenberg ausgeliehen hat, also als Kooperationsspieler. Und auf jeden Fall hat man sich auf dieser Position dezent verjüngt, würde ich mal sagen, da Christian Grazer seine Karriere ja im Sommer beendet hat. In der Defensive, da gibt es auch einige neue Gesichter. Da hat man beispielsweise einen Aflonitis eben geholt, das war ja schon länger fix. Ein Markus Lackner, der aber eher fürs defensive Mittelfeld geplant sein wird. Also das wird eher der Ersatz für Cego sein. Man hat natürlich Altbewährte wie Spendlhofer und natürlich Maresic, den man ja Gott sei Dank verlängern konnte. Und man hat eben auch mit Ferreira einen neuen Linksverteidiger dazu gewonnen. Der wird, glaube ich, wenn man mit einem Linksverteidiger, mit einem Nominellen spielt, diese Position dann definitiv auch bekleiden. Und auf der rechten Seite hat man sowieso Koch, einen gestandenen Rechtsverteidiger. Also da ist man eigentlich sehr, sehr gut aufgestellt. In der Defensive würde ich sogar behaupten, ist man vielleicht sogar ein bisschen stärker geworden. Man hat ja Schulz unter anderem abgegeben und Scheusengeier. Das ist jetzt nicht gerade qualitativ, ohne dass das disrespektierlich gemeint ist, der große Verlust ist. Deswegen, glaube ich, sind wir da ganz gut dabei. Im Mittelfeld, wie angesprochen, Lackner, der wird so der Ersatz für Jago auf der 6 sein. Man hat immer noch einen Sandy Lovric. Man hat, genau, vielleicht noch in der Innenverteidigung einen Piras. Der hat ja auch sehr viele Spiele in der Vorbereitung gemacht. Dann hat man eben, wie gesagt, im Mittelfeld jetzt mit Grozurek einen Röcher-Ersatz hoffentlich gefunden. Der 26-jährige Österreicher kam ja von der Admira. Man hat schon einiges an Qualität immer noch im Kader. Das darf man bei allen Abgängen nicht vergessen. Hierländer, ja, der eigentlich überall spielen kann, eher mehr auf dem Flügel oder mehr im Zentrum. Man weiß es, glaube ich, nicht so wirklich. Also ich für meinen Teil bin da sehr gespannt, welche Position dann wirklich der Kapitän spielen wird. Dann hast du natürlich mit Obermeier einen jungen Perspektivspieler, der auch, glaube ich, ja, so auf dem rechten Flügel für vorne und für hinten auch mitgeplant ist. Also Obermeier könnte vielleicht doch das ein oder andere Mal sogar als Rechtsverteidiger, wenn Not am Mann ist, auflaufen. Da müssen wir einfach schauen, wie sich das Ganze so entwickeln wird. Man hat dann außerdem ja junge aufstrebende Kicker, wie zum Beispiel einen Koch. Also ich bin da wirklich sehr gespannt. Man hat außerdem noch genau Fadinger oder Lehmer eben für den Flügel. Also da sind wirklich sehr junge, aufstrebende Spieler mit dabei. Und auf die kann man, glaube ich, gespannt sein. Also man merkt schon auch, dass Heiko Vogel auch auf das Wert legt, dass auch Junge mit eingebaut werden. Mir ist es halt wirklich sehr extrem aufgefallen in diesem Sommer, was ich aber gut finde. Denn ja, aus der Not eben eine Tugend machen quasi. Also dafür ist Sturm ja sowieso bekannt. Und man sollte diesen Weg unbedingt fortführen, denn dann gibt es vielleicht solche Transfers à la Romano Schmidt in den nächsten Jahren vielleicht nicht mehr, hoffentlich. Und ja, ich würde es mir natürlich wünschen, dass man jetzt die Jungen auch ein bisschen mehr an Sturm binden kann. Und wenn sie sehen, okay, wir haben realistische Chance auf Einsatzzeit, man vertraut uns, ja, dann denkt vielleicht doch in der Zukunft in der Nähe der ein oder andere bei der nächsten Vertragsverhandlung, vielleicht bleibe ich ja doch lieber in Graz, bevor ich nach Salzburg oder Wien gehe. So viel eben dazu. Also, im Mittelfeld ist man gut aufgestellt. Man muss natürlich noch schauen, was passiert mit Peter Schul. Zu den Ajax-Partien soll er noch immer fix beim Kader dabei bleiben. Also, vorher soll es angeblich keinen Transfer geben. Ja,
hoffen wir mal drauf. Und ja, dann eben auch noch die Offensive. Die hat sich ja auch gehörig verändert. Man hat auf jeden Fall Qualität verloren. Edom Wonji ist weg, der war allerdings nur ausgeliehen, ist ja jetzt bekanntlich auch nach Wien. Auch Alaa hat uns ja dann doch kürzlich verlassen Richtung ja, Grün-Weiß. Und man hat aber eben auch mit Philipp Hosiner und Markus Pink Ersatz bereits verpflichtet. Dazu hast du immer noch Essay oder eben Schubert als Notnagel quasi. Also da ist durchaus Qualität noch da, aber das Ganze wird eben sehr interessant sein. Also eben, ob man Hosiner und Pink auf Anhieb einbauen kann. Bei Pink fällt auf, dass er in sehr vielen Testspielen getroffen hat. Also ich hoffe, dass das ein gutes Omen ist. Und bei Hosiner, ja, bin ich auch gespannt. Der war ja mal Torschützenkönig 2013. Also so schlecht kann der auch nicht sein, auch wenn er schon 29 ist, von dem vielleicht erlebt er da so ja, mal wieder einen fußballerischen Frühling. Also man hat schon einige Optionen und ich bin einfach sehr, sehr gespannt. Und ja, gegen Siegendorf ist es eigentlich egal, wie die ganze Aufstellung aussieht. Ich traue mich auch nicht wirklich, einen Tipp fürs System abzugeben. Heiko Vogel hat so durchklingen lassen, zwei Spitzen könnten durchaus ein Thema sein, also so insgesamt, so generell. Deswegen, vielleicht spielt ja schon Hosiner neben Pink vorne. Bei allem anderen lasse ich mich wirklich überraschen. Ich bin da sehr gespannt drauf und ich hoffe, dass Siegendorf natürlich keine wirkliche Hürde sein wird. Spielerisch erwarte ich mir nicht viel. Die Kappertin haben ja eigene Gesetze, das war schon letzte Saison in der ersten Runde gegen Hart der Fall und das wird auch gegen Siegendorf jetzt nicht die überdrüber fußballerische Partie werden. Wichtig ist dann wirklich, ja, wenn es gegen Ajax geht, wenn es gegen Hartberg geht, wenn es eben wirklich, wenn das eben dann richtige Brocken sind, wobei Hartberg ja eben Pflichtspieler, also auch wichtige Gegner sind und ja, da geht es mir dann auch mehr um die spielerische Komponente, also vor allem in der Liga. Ja, von dem her braucht man da gar nicht zu viel herumquasseln. Siegendorf muss geschlagen werden und ja, Mission Titelverteidigung kann beginnen, würde ich sagen, an der Stelle. Und ja, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal hier bei der Lanz TV. In diesem Sinne wünsche ich euch noch was. Euer Elias, auf die Schwarzen und bis dann. Ciao, ciao.